Wenn man etwas damit rechtfertigt, dass es schon immer so gemacht wurde, dann nennen wir Klugscheißer sowas einen Traditionsfehlschluss. Die ganz Schlimmen tun dann noch so, als ob sie Latein könnten und sagen Argumentum ad antiquitatem. Gerade auch wenn es um das Fleischessen geht, wird oft argumentiert, dass Menschen das schon immer getan haben, was sicherlich auch erstmal richtig ist. Das haben wir schon immer so gemacht, ist aber nicht das Gleiche, wie es ist gerechtfertigt. Und wenn man das gleich setzt, dann ist das ein logischer Fehlschluss. Wie lange eine Handlung schon praktiziert wird, sagt nichts darüber aus, ob sie ethisch zu rechtfertigen ist oder ob man sie bis in alle Ewigkeit fortführen muss oder fortführen sollte. Man kann Dinge auch schon immer schlecht gemacht haben. Einmal was Blödes zu tun ist normal. Etwas Blödes zweimal zu tun, das kann man dumm nennen. Etwas Blödes über Generationen zu machen, nennt man Tradition. Aber man sollte nicht an Fehlern festhalten, nur weil man eine Menge Zeit und Arbeit reingesteckt hat. Tradition ist kein Gütesiegel. Menschen haben sich auch schon immer gegenseitig umgebracht. Wir hatten schon immer Erstgeborene geopfert und Behinderte zum Sterben im Wald ausgesetzt. Vor 200 Jahren war Sklaverei und die Unterdrückung von Frauen noch normal und es hat offensichtlich funktioniert. Das haben wir alles schon immer so gemacht, bis wir dann endlich mal damit aufgehört haben oder es zumindest versuchen. Dann würden sich die meisten zivilisierten Menschen glücklicherweise auch nicht mehr orientieren. Warum also an Dingen, die vor noch viel längerer Zeit üblich waren? Bewegungen für soziale Gerechtigkeit stoßen und stießen immer auf vehementen Widerstand, vor allem natürlich von denen, die ihre vermeintlichen Privilegien teilen sollen. Und da wird immer auch argumentiert, dass Dinge eben schon immer so waren und dass Menschen sich eh nicht ändern würden, bis sie es dann getan haben. Die Abolitionisten wurden verspottet und bedroht und über die Abschaffung der Sklaverei wurde gesagt, dass das unmöglich und absurd sei, bis es sich dann durchgesetzt hat. Mit dem Argument, dass Menschen schon immer Fleisch gegessen haben, beruft man sich zudem auf Handlungen aus völlig anderen Umständen. Gerade in einer Welt, die sich ständig ändert, ist das trotzige Festhalten an althergebrachten, evolutionär im Grunde ein Todesurteil und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine schlechte Idee. 4 ist die richtige Antwort auf die Frage nach 2 plus 2. 4 ist aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr die richtige Antwort, wenn die Formel eine andere ist. Und die Aussage, aber es war doch vorher auch 4, ist dabei genauso richtig wie der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Aber genauso unerheblich und sinnlos. Fleischkonsum mag für uns einmal vorteilhaft gewesen sein. Wir sind zum Überleben oder für andere Dinge aber nicht mehr auf Tierprodukte angewiesen. Im Gegenteil, durch unsere Tierausbeutung tragen wir erheblich dazu bei, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Dass mehr als 7 Milliarden Menschen in einer globalisierten Welt Fleisch essen, war eben auch nicht schon immer so. Die Menschen haben auch nicht schon immer Tierfabriken gebaut. Sie haben nicht schon immer Maschinen zum Töten verwendet. Und sie haben auch nicht schon immer abgepackte Tierprodukte in Supermärkten angeboten und gekauft. Das war früher alles anders. Früher gab es nicht mal den schwer beschäftigten, ominösen Metzger des Vertrauens. Und bei den meisten dieser unzähligen Dinge, die nicht schon immer so waren, wird kaum jemand auf die Idee kommen, zu fordern, alles grundsätzlich genau wie ganz früher zu machen. Wenn man redlich argumentiert, kann man sich nicht einfach raussuchen, was man beibehalten will und das damit begründen, dass es schon immer so war, das aber bei Dingen, die man gern anders haben will, völlig ignorieren. Wir haben auch nicht schon immer in komfortablen Häusern gelebt oder Internet gehabt. Und wenn man mit dieser war schon immer so Logik konsequent wäre, müsste man ohnehin jegliche Änderungen und Neuerungen ablehnen. Da wäre es sogar falsch, dass unsere Vorfahren überhaupt aus der Ursuppe gekrochen sind. Wann dieses schon immer wirklich anfing, ist ja auch oft sehr willkürlich. Gerade der Konsum von Milchprodukten ist nur in manchen Teilen der Welt üblich und dort auch erst seit vielleicht 10.000 Jahren und nicht seit dem Anbeginn der Menschheit vor vielleicht 200.000 Jahren. Das wurde viel länger nicht getan. Das nimmt aber kaum ein Konsument von Tierprodukten ab, weil es auch nicht schon immer so war. Dieses schon immer heißt meist auch so viel wie von einem gewissen Zeitpunkt bis genau jetzt, gerade zu der Zeit, wo ich lebe. Wenn Menschen schon immer etwas getan hatten und vor 100 Jahren damit aufgehört haben, wird kaum ein Mensch noch wirklich damit argumentieren, selbst wenn das vielleicht vorher 100.000 Jahre immer gleich gemacht wurde. Die meisten Menschen würden es natürlich völlig absurd finden, wenn jemand beispielsweise Elektrizität verteufelt, weil Menschen früher schon immer ohne gelebt haben. Aber wenn etwas gerade bis zu dem Punkt andauert, zu dem man selbst lebt, wird das ganz anders bewertet und es kommt einem wie ein gutes Argument vor, zumindest wenn man es selbst verwendet. Dieses Argument zeigt aber auch, dass der Konsum von Tierprodukten vor allem auch eine Sache der Gewohnheit und der Erziehung ist und nicht wirklich auf rationalen Entscheidungen beruht. Man setzt sich nicht hin und überlegt kritisch, ob Tierausbeutung in Ordnung ist
um sich dann dazu zu entschließen, sondern man lebt seit der Geburt in einer Gesellschaft, wo das einfach so gemacht wird und versucht, das nachträglich zu rationalisieren. Im Grunde ist das ja die älteste Geschichte der Welt. Menschen, die vom Spiel profitieren, wollen die Regeln nicht ändern. Aber Tierprodukte verursachen Leid, Ungerechtigkeit und Umweltschäden und sie sind dabei für uns überhaupt nicht notwendig. Es gibt heute einfach keinerlei vernünftige Gründe mehr, Fleisch oder Tierprodukte zu essen. Aber es gibt jede Menge vernünftige Gründe, damit aufzuhören.